Was geht ab? Hier ist der Daniel. Hier ist der Michi. Wir sind von Tenside und ihr seht Grasser Production. Boom. Hallo und herzlich willkommen zu Grasser Production. Ich bin's mal wieder, eure Andi. Und heute sitze ich hier im Hirsch in Nürnberg neben Daniel und Michael von Tenside. Hi, herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid. Fangen wir doch direkt mal mit eurem aktuellen Album Convergence an, das letztes Jahr im Januar erschienen ist. Ich habe mir mal ein paar Kritiken zu dem Album durchgelesen und in einer davon habe ich folgende Aussage gefunden. Convergence ist zweifellos die bis dato härteste Platte und dennoch im Vergleich zum Vorgänger um einiges variabler. Das weiterentwickelte Gesamtkonzept setzt auf große Melodien und mächtige Riffs gepaart mit bitterbösen Shouts, Singalongs und sphärischen Elementen. Also mit dem Album habt ihr euch durchaus musikalisch weiterentwickelt. Was hat sich denn seit dem Release für euch verändert? Bestätigt ihr diese Aussage, dass ihr durch dieses Album einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht habt? Seht ihr das auch so? Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, so soundtechnisch, songtechnisch, showtechnisch, besuchertaltechnisch. Also eigentlich absolut, ja. Und würde dir auch recht geben, ist mit Abstand die stärkste Platte, die wir gemacht haben. Auch meine persönliche Lieblingsplatte so mit der Band. Und kann eigentlich so weitergehen. Ja, also man merkt es einfach von dem oder an dem Response der Leute und wie sie auf das Album reagiert haben. Und ich merke es an, gerade so Spotify zum Beispiel, siehst du ja auch Streamzahlen und sowas. Und da ist schon gewaltig was passiert, auf jeden Fall seit dem Release. Freut uns natürlich sehr. Und zwischen einem vorherigen Album Nova und jetzt Convergence lag ja eine vierjährige Pause, was glaube ich eher, also das war bei den anderen Alben nicht so. Habt ihr die Zeit dann komplett der Arbeit am neuen Album gewidmet oder wie lange habt ihr letztendlich an Convergence jetzt so gewerkelt? Also 4 Jahre ist, glaube ich, das ist ein bisschen übertrieben, obwohl ja, es ist 13, 17, ja, aber ich glaube, es waren so insgesamt 3 Jahre und ein paar zerquetschte. Das lag eigentlich vorwiegend daran, dass als wir den Release gemacht haben bei der Nova, wir am Anfang ein bisschen getourt sind zu dem Album und dann gab es so ein bisschen so ein Break und dann wurde es aber immer mehr und das Folgejahr in 2014 war bei uns halt so voller Shows und so viel Ausland und alles Mögliche, dass wir eigentlich das ganze Jahr da gar nicht geschrieben haben, sondern einfach das und nur live gespielt und dann haben wir angefangen wieder an Songs zu arbeiten und haben dann halt irgendwie auch schnell gemerkt, dass wir einfach mal ein bisschen mehr Zeit haben wollen, um eine Platte zu schreiben und nicht immer auf Teufel komm raus, ja, das ist ein Song, den macht man jetzt, sondern haben uns wirklich mal Zeit genommen. Wir haben zum ersten Mal überhaupt eine richtige Vorproduktion gemacht, wo wir ein Haus gemietet haben, sind weggefahren irgendwie für 2 Wochen und haben dann aus den ganzen Demos, die wir hatten, da eben nochmal an den Songs intensiv gearbeitet, danach nochmal eine Recording-Session und es hat sich einfach unfassbar lang gezogen, aber wir hatten auch irgendwie das Gefühl, dass die Songs das brauchen und dass wir einfach bis zum Schluss arbeiten wollen und das haben wir mit Convergence halt echt so durchgezogen, deswegen hat es einfach ein bisschen gedauert und ja, aber wir sind noch da. Ja, aber diese Zeit hat sich dann wahrscheinlich auch gut drauf ausgewirkt, weil ich meine, gutes neueste Album findet man als Künstler ja wahrscheinlich immer am besten, weil das ist ja das, was man gerade gemacht hat und immer verbessert hat, ne? Aber also ihr meint auch, dass diese Pause dem ganz gut getan hat sozusagen. Das ist ja, schon. Wie er schon gerade gesagt hat, wir waren extrem viel auf Tour 2014 und wir sind eine Band, die kann einfach nicht auf der Straße schreiben. Also es gibt Bands, die können das und es gibt Bands, die behaupten, dass sie es können, aber ich höre, wenn sie es tun und ich finde, man hört auf jeden Fall, wenn sich eine Band Zeit nimmt und sich auch mal zurückzieht und wirklich an Songs arbeitet. Und gerade bei dem letzten Album haben wir uns selbst als Ziel gesetzt, dass es keine Kompromisse mehr gibt. Also wir wollten wirklich bis aufs Letzte alles rausholen, was wir machen konnten. Und das dauert einfach Zeit. Und ich glaube aber, das Ergebnis hat sich dann gelohnt. Ja, kann man sich ruhig mal nehmen. Und warum habt ihr denn das Album eigentlich Convergence, also zu Deutsch Annäherung, genannt? Was steckt denn für euch dahinter? Das kommt eigentlich so ein bisschen daher, dass Convergence also ja auch so ein bisschen dafür steht, so der Punkt, wenn alles zusammenkommt und irgendwie zu einem Ziel zusammengeht. Und das war einfach bei dieser Platte so die Phase so A mit dem Line-Up irgendwie so. Das ist irgendwie, als der Max irgendwie damals noch mit dazugekommen ist am Bass und das war halt die erste Platte in dieser Besetzung. Und das war für uns einfach so dieser Punkt, wo alles zusammenkommt und diese lange Zeit, um die Platte zu machen, das hat einfach perfekt gepasst und genau, ja.
Und auch zwei bekannte Christophs haben auf dem Album mitgemischt. Der eine, nämlich der Gitarrist von NSOK, der hat die Platte gemixt. Und der andere Christoph, der Sänger von Emil Bulls, hat auch ein paar Vocals übernommen. Wieso habt ihr denn ausgerechnet diese beiden Herren mit an Bord gefischt? Also Christoph von den Bulls haben wir mit an Bord genommen, weil er bei der letzten Scheibe bei der Nova schon die Vocals mitproduziert hat. Und weil wir einfach schon seit Jahren gute Freunde sind, sind beides Münchner Bands und wir kennen uns und wir sind auch Fan von Christophs Arbeit als Produzent. Und es war relativ schnell klar, dass der da einfach mitmachen wird. Und irgendwann kam es dann einfach am Ende quasi der Produktion noch dazu, gut, wie wäre es denn mit ein paar Guest-Vocals? Und dann haben wir uns einen Song ausgesucht, der uns allen gefallen hat, wo das passen würde. Und da ist es dann dazu gekommen einfach. Mhm. Ja, kann ich mich eigentlich nur bestätigen und irgendwie der andere Christoph, wie kam das eigentlich? Wir kennen uns. Wir mal zusammen auf Tour waren, Emil Bulls, NSOK und wir, da haben wir uns kennengelernt und so ist das einfach irgendwie zusammengelaufen. Also wir haben natürlich ganz viele Mixe auch eingeholt, so Testmixe und sind dann im Endeffekt einfach beim Christoph geblieben und haben mit ihm die Platte gemacht. Mhm. Ja, das ist auch schön, wenn man sich da kennenlernt und dann auch irgendwann mal aushelfen kann einander. Okay. Und anderweitig wart ihr auch super fleißig beim neuen Album. Ihr habt gleich 4 Musikvideos dazu gedreht, zu This Is What We Die For, Unbreakable, New Slaves und kürzlich ja auch das zu Faith of Fears, Faith Over Fears habt ihr auch veröffentlicht, erst letztens. Welches ist denn davon euer persönlicher Favorit? Boah, schwierig. Also songtechnisch müsste ich jetzt sagen, This Is What We Die For, videotechnisch Unbreakable und also ich meine, der letzte Clip zu Faith Over Fears ist ja im Endeffekt von der letzten Tour halt viele Live-Aufnahmen irgendwie, die wir halt irgendwie zusammengecuttet haben und ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht bringen wir nochmal eins, so, wir haben da vielleicht noch was in der Hinterhand, so, also mal gucken. Spannend, und welches ist dein Favorit? Von den Videos ja, rein, jetzt? Rein von der Produktion natürlich. Das Unbreakable-Video, da haben wir am besten eigentlich reingesteckt. Aber ich bin grundsätzlich eigentlich immer ein Fan von Musikvideos, die ein bisschen so behind the scenes zeigen. Also nicht mehr diese klassischen Performance-Videos oder Story-Videos, sondern ich mag Videos, wo du eine Band auf Tour siehst und wo du mal auch siehst, was passiert eigentlich. Und ich glaube, dass die Leute das auch sehen wollen. Also das ist, glaube ich, das Interessanteste, weil sich fragt sich ja dann doch irgendwie jeder, was passiert so und was machen sie im Endeffekt eigentlich auch nur warten und nichts anderes tun. Ja, und deswegen würde ich da sagen, wahrscheinlich Faith Over Fears, also was eigentlich die vielleicht Ästhetik angeht oder sowas, keine Ahnung. Und wenn wir schon bei den Musikvideos sind, in einem Musikvideo zu New Slaves, da sieht man Explosionen, brennende Dollarscheine, Donald Trump, die US-amerikanische Mondlandung auch, also vieles, das auf die USA deutet. Und insgesamt kritisiert ihr, dass wir Sklaven des Systems sind. Jetzt geht doch mal genauer drauf ein, also welches System meint ihr denn genau und inwiefern werden wir von jenem versklavt? Also ich würde jetzt gar nicht so spezifisch irgendwie auf Amerika mit dem Finger zeigen, sondern da geht es einfach so ein bisschen in dem Song darum, ich bin so ein totaler Feind von 9-to-5 und totaler Feind von Menschenausbeutung und diesen ganzen Zuständen, dass Menschen, obwohl sie viel arbeiten, irgendwie an ihrem Existenzminimum kratzen und was weiß ich alles. Und es gibt einfach so viel Dinge heutzutage, die eigentlich so herzzerreißend sind und so üble Zustände und ist einfach so eine, wie soll ich sagen, ich habe irgendwie so ein riesiges Problem damit, dass unsere Generation, kann man schon fast sagen, dass jeder so auf diesem Trip ist, solange es mich nicht betrifft, ist es mir egal, hinter mir die Sinnflut. Und mit dem Video wollten wir halt eigentlich so und mit dem Song irgendwie so ein bisschen verdeutlichen, ja, was ich gerade schon gesagt habe eigentlich. So, das ist die Message, um was es geht. Und Sklaven sind, wir lassen das mit uns machen, genau, und es so interessiert uns eigentlich gar, genau, nicht wirklich. Es wird uns ständig irgendwas vor die Nase irgendwie katapultiert. Es sind Dinge da, die einem einfach gesagt werden, du hast es so zu tun. Und das ist halt für uns, ja, also geht irgendwie nicht so richtig klar. Ja, interpretierst du das auch so oder noch was hinzuzufügen? Ja, viel kann ich dem nicht hinzufügen. Also es ist
Es erstaunt mich auch jedes Mal wieder, wenn ich einfach durch die Gegend laufe und die Leute eigentlich nur noch so dermaßen konsumgesteuert und technikgesteuert auf ihre Handys starren einfach. Und ich meine, ich nehme mich da nicht raus. Wir sind alle irgendwie so und haben uns da langsam aber sicher schon dran gewöhnt und können auch nicht mehr ohne. Aber eigentlich sollte man mal versuchen, davon wieder ein bisschen wegzukommen. Und es kommt dir einfach genau, wie der Titel sagt, so vor, als wären es einfach nur Sklaven, die einfach nur durch die Gegend heizen und dem folgen, was da auf ihren Bildschirmen irgendwie so passiert. Was der aktuelle Trend ist. So. Das ist halt irgendwie einfach irgendwie so. Viele Sachen sind da auch geil, ja, braucht man gar nicht reden, so, das hat ja auch alles gute Seiten, aber ich finde, man darf sich einfach da nicht so völlig vereinnahmen. Und durch Ketten gebunden, wie früher Sklaven waren das für New Slaves, du bist aber trotzdem an irgendwas gebunden, was du nicht mehr los wirst und was dich halt irgendwie festhält. Mhm. Und Conversions wurde 2017 mehr als 1 Million Mal auf Spotify gestreamt, weil du es ja vorhin auch angesprochen hast. Und das ist natürlich wunderbar, aber so Streaming-Dienste haben ja auch für Musiker schon auch ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, oder? Wie seht ihr das? Ich sehe das eigentlich so, man muss tatsächlich mit der Zeit gehen. Ich finde, dass... Ja, bei der neuen Technik. Ja, absolut. Also, wie soll ich sagen? Ja, wenn ich gebe dir recht in dem Punkt, dass man als bitteren Beigeschmack als Künstler natürlich, wäre es jetzt ein Wahnsinn, wenn man jetzt 1 Million Singles verkauft hätte. Ja, das ist natürlich ganz klar, aber man muss es einfach von der Sichtweise sehen. Also erstens mal ist es besser, Menschen hören deine Musik, und du bekommst was dafür und du hast eine Response und du weißt, dass da Hörer sind und du kannst sogar sehen, wo die auf der Welt dich anhören und so weiter. Und du kannst da irgendwie deine Fanbase weiterentwickeln oder hochzüchten oder wie auch immer du das, genau, oder überhaupt Fans erreichen, ja, oder Hörer erreichen. Und wie soll ich sagen, also so bitter das ist, ich bin auch ein Fan von Vinyl, ich kaufe mir gerne eine Box, ich hole mir immer noch von meinen Lieblingsbands eine CD und so, wenn das rauskommt, absolut. Es wird auch bestimmt noch eine ganz lange Zeit so bleiben, aber man erreicht halt einfach eine sehr, sehr große Masse an Menschen über diese Streaming-Dienste und es ist ja auch so, man muss schon ganz klar als Band mal sagen, man hat ja auch was davon, wenn Leute dafür auf deine Show kommen, wenn sie sich vielleicht ein Ticket holen für deine Tour oder irgendwie Merch sich kaufen, um die Band zu supporten. Und letztlich, also es ist, ich denke, es ist sowieso nicht mehr zu ändern, dass man jetzt den Spieß umdreht und sagt, Streaming ist ab jetzt vorbei, holt euch alle wieder CDs. Das ist einfach eine Sache, die Plattenfirmen verpennt haben vor Jahren und so ist es nun mal jetzt. Und also ich bin Fan von Streaming, ich bin bei Apple Music, ich bin bei Spotify, ich kaufe mir trotzdem CDs, ich kaufe mir trotzdem Merch. Aber man muss einfach mal ganz klar sagen, wenn man im Zug sitzt oder im Flieger oder irgendwo und man will irgendein neues Album hören, heute ist Freitag, das kommt raus, höre ich es mir halt mal schnell an, hat ja auch was für sich. Also ich bin Fan auf jeden. Ja. Und Florian Schmidt, euer langjähriger Drummer, der verließ Anfang dieses Jahres die Band. In seinem Statement vor dem Rückzug schrieb er, zusätzlich bin ich einfach auch müde vom sogenannten Music-Biz. Seid mir aber bitte nicht böse, dass ich da jetzt nicht näher drauf eingehen möchte. Was hat sich denn für euch so in den letzten Jahren in der Musikwelt verändert? Also was ist besser, schlechter oder schlichtweg auch anders geworden? Jetzt mal von den Streaming-Diensten abgesehen natürlich. Also ich glaube, was der Flo dafür damit meint, irgendwie so in seinem Statement, ist halt einfach, dass es einfach schon, muss man schon beim Namen sagen, Musikbusiness ist und war schon immer Haifischbusiness. So, das ist einfach so. Und Shark Records. Und das macht natürlich hier und da auch so ein bisschen müde, wenn du als, sage ich mal, Musiker, Musikliebhaber nicht auf die Tour drauf kommst, irgendwie, auf die du gerne drauf würdest und dir ständig irgendwie so einfach irgendwie ein Keil dazwischen geworfen wird und du eigentlich weißt, warum es so ist, weil es halt immer wegen irgendwelchen komischen Machenschaften und weiß der Teufel was irgendwie, wie auch immer läuft. Und das macht natürlich einen müde. Da muss man schon auch irgendwie stark dafür sein, um das halt so ein paar Jahre auch auszuhalten. Du hast ja nie eine Garantie, was letztlich passieren wird, ja. Und aber kein Problem für uns. Also wir sind immer noch da, wir bleiben auch noch eine Zeit lang und wir haben Bock. Was ist deine Sicht darauf? Ich finde, das hat sich eigentlich in den letzten Jahren quasi
es hat sich irgendwie alles komplett einmal umgedreht. Also du brauchst inzwischen einfach keinen, du brauchst kein Label mehr, um irgendwas zu machen, weil Labels geben dir heutzutage auch kein Geld mehr. Ein Label bringt dir eigentlich immer im Grunde genommen nur was, wenn sie dir irgendwas vorfinanzieren oder finanzieren. Mhm. Wenn sie das nicht mehr tun, kann ich auf ein Label gerne verzichten eigentlich. Wenn sie dir keine Plattform bieten, um deine Sachen irgendwie zu verbreiten, kann ich darauf auch verzichten. Inzwischen ist eigentlich alles nur noch do-it-yourself. Ja. Also es ist einerseits Fluch, andererseits Segen. Ich meine, du kannst inzwischen zu Hause in deinem Keller ein Album produzieren, was vor 15 Jahren oder sowas absolut oberster Industriestandard war. Mhm. Demnach wirst du allerdings auch völlig überschwemmt von Musik. Und die Leute sind einfach langsam oder werden schneller satt einfach. Und das ist auch ein Problem. Also du bist, hast einfach ständig neue Releases. Es wird nichts mehr wirklich verfolgt oder sowas. Du wirst einfach nur noch zugeballert. Also was anderes. Und das ist was Negatives dann auch wieder. Da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist echt eine wichtige Sache, glaube ich, zu sagen, so, es wird irgendwie, glaube ich, schwieriger, aus dieser riesigen Masse hervorzustechen. Und da muss man einfach wieder seinen Fans oder den Hörern auch einfach Qualität bieten. Und deswegen sind wir auch mittlerweile so drauf, wir lassen es lieber länger Zeit für ein Album und versuchen irgendwie das Maximum da rauszuholen, weil man lernt halt auch aus Fehlern, wenn man jung ist, so, und die vielleicht gemacht hat. Also so ist der Plan, und ich kann nämlich hier auch nur eigentlich nochmal bestätigen, dass so man schon merkt, dass sich eigentlich auch in diesem Business viel verändert hat, dass halt viel über diese ganzen Marken und so heutzutage geht. Du siehst es ja auch bei ganz großen Acts, die dann, was weiß ich, im Hip-Hop-Bereich oder so mit Puma arbeiten und was weiß ich. Also so, da sieht man eigentlich, wer die Labels so in Zukunft ablösen wird, weil ganz ehrlich, irgendwie irgendwelche Firmen, die ihre Bands nicht richtig supporten und dann da irgendwie ein paar CDs pressen und irgendwie eine Platte rausbringen oder so, was soll das noch sein? Also das ist so völlig, völlig fehl am Platz und wird einfach den hier Untergang sein. So, wenn er jetzt nicht mit der Zeit geht und wer sich jetzt keine geilen Modelle einfallen lässt, so, der wird einfach nicht mehr existent sein in ein paar Jahren. Hm. Dafür am 6. Februar wurde Johannes Hanni Jörg offiziell als euer neuer Drummer vorgestellt. Wie ihr selbst erklärt habt, seid ihr ja auch schon seit Jahren Freunde. Wie habt ihr ihn denn kennengelernt und warum passt ausgerechnet er so gut zu Tanzheim? Also, ich antworte nochmal. Oder möchtest du easy? Ich kenne Hanni, glaube ich, schon länger, als Daniel ihn kennt. Mit meiner alten Band damals waren wir öfters mal mit Hannis alter Band auch unterwegs und haben einige Shows gespielt, und daher kennen wir uns. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon wieder her ist. Und als jetzt dann die Frage nach einem neuen Schlagzeuger irgendwie aufkam, gab es ein paar Optionen, die wir hatten. Und der Hanni war auf jeden Fall eine der ersten davon. Und es hat einfach gepasst. Er hatte gerade keine Band, er hat seine gerade aufgelöst gehabt und wir haben neu gesucht. Und ja, für mich ist es immer wichtig, jemanden an Bord zu holen, wenn mal sowas. Es ist immer schwierig, jemanden Neues mit reinzubekommen, weil du musst die ganzen Sachen irgendwie lernen mit ihm, du musst wieder auf ein Level kommen und sowas. Und da ist definitiv Muster, die der Grundsatz darin liegen, dass du schon befreundet miteinander bist und dass du schon ein paar Mal unterwegs warst, auch weil eine Band ist echt, es ist wie eine Familie und du hängst die ganze Zeit zusammen, und wenn du mit jemandem unterwegs bist, den du nicht kennst oder den du nicht wirklich leiden kannst oder sowas, dann dauert das nicht lang und das ist vorbei, weil du hängst, genau, du hängst einfach aufeinander ständig, du sitzt im Bus zusammen, du bist mit niemandem mehr unterwegs als mit deinen Bandbuddies, und das muss einfach passen, und da ist mir definitiv auch der Freundschaftsfaktor wesentlich wichtiger als der Spielfaktor. Also ich meine, man kann, wenn man sieht, okay, er kann spielen und ich weiß, wo ich mit ihm hin will und ich komme mit ihm dahin und es passt freundschaftlich, dann ist eigentlich total klar. Und er muss auf jeden Fall auch Feuer und Engagement zeigen, und das hat er. Und ich brauche niemanden, der einfach nur reinkommt und dann nichts tut, sondern er muss einfach zu 100% dabei sein, ja. Oder eigentlich zu 200%.
Absolut, gebe ich zu 100% zurück. Bei uns ist eigentlich wirklich so seit Tag 1 schon immer mit der Band, dass es bei uns dieser Band-Grundgedanke, der ist einfach immer noch da. Also das ist auch, wenn wir zusammen im Bus hängen oder wenn wir am Flughafen sitzen oder was auch immer, es muss ein gutes Gefühl sein. Und wir, ich glaube, so bei uns als Band würde das gar nicht funktionieren, auf einmal irgendwie so zwei so Mietmucker oder so drin zu haben, die es irgendwie nur machen, damit es irgendwie funktioniert. Ja, wir lieben den Scheiß, deswegen. Ja, umso schöner dann, ne? wenn das alles so super klappt miteinander. Und mit Tänzer habt ihr ja auch Dinge erreicht, die sich echt sehen lassen können. Gigs auf dem Wacken, auf dem Summer Breeze, with Full Force und nationale und internationale Tourneen, ich glaube auch in Russland und China. Was ist denn eure Stärke als Band und woher zieht ihr denn euren Ehrgeiz? Also ich meine, dass ihr so zusammengeschweißt seid, das ist sicher ein Grund. Also, aber was gibt's noch? Ich glaube, ich habe es gerade echt schon gesagt. Wir lieben einfach Musik machen. Wir lieben Metal. Und und wir lieben auf Tour fahren und das ist einfach wie eine große Klassenfahrt. Das war irgendwie früher schon, wenn du mit der Schule ins Schullandheim gefahren bist, wusstest du schon, boah, geil, eine Woche Scheiße bauen irgendwie. Und das ist einfach immer noch so unser Ding, das macht uns Spaß und es ist einfach mega geil, auch umso älter man wird und umso besser man an seinem Instrument wird und umso besser man im Songwriting wird und so, auch da irgendwie zu sehen, was man so für Steps machen kann. Und ja, was heißt Ehrgeiz? Klar, jede Band braucht den, das ist wichtig, absolut. Aber bei uns steht wirklich da im Vordergrund irgendwie Freundschaft und dass wir die Musik lieben. Und natürlich hat man Ziele und gibt da Gas. Und ich glaube, man nimmt sich das einfach immer wenn man eine gute Show gespielt hat, die voll war und die irgendwie geil war, dann ist das immer so ein Moment, dass man immer weiß, warum man das macht. Und das pusht einen irgendwie wieder, einfach weiterzumachen. Und ja, so kann man eigentlich sagen, dass das bei uns ist. Ja. Auf jeden Fall. Also wenn ich merke, gerade auch jetzt mit Spotify und wenn ich sehe, es gibt einfach Leute, die schätzen das, was ich da tue oder was wir da tun, das ist ein mega Ansporn auf jeden Fall. Also dass du da so viel Arbeit reinsteckst und im Endeffekt dann jemanden damit eine Freude bereit ist, der das dann hört. Das ist definitiv ein Grund, immer weiterzumachen. Und ich finde eigentlich, man muss schon so ein bisschen der Typ dafür sein, dass man ausdauernd bleibt, weil wir haben uns vor Jahren dafür entschieden, auch beruflich, dass wir Abstriche machen müssen und dass wir die tun, um das machen zu können, so wie wir das machen. Wir können jetzt keinen 9-to-5-Job machen und das trotzdem noch so durchziehen, wie wir das machen. Jeder von uns ist irgendwie selbstständig oder hat in seinem Job so große Freiheiten, dass er es machen kann. Und das musst du definitiv mitbringen und viel, viel Geduld und Ausdauer. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du da nicht standhalten, auf jeden Fall. Ich habe den Lorbeeren ausruhen. Darauf gar keinen Fall, nein. Also ich finde, man sieht es eigentlich auch so klar, es gibt immer Bands, die kommen, die sind schnell da, die haben irgendwie das Glück, so mit dem zweiten Album schon irgendwo weit zu sein und so. Es gibt aber auch ganz viele Bands, die siehst du einfach, die spielen 10, 15 Jahre und so und immer weiter. Und sind dann irgendwann Mitte, Ende 30, siehst du jetzt selbst bei so Bands wie Trivium oder Bullet for My Valentine oder so, die halt jetzt dann auch echt schon ein Alter haben, aber halt immer noch saugeil sind, auf der Mainstage bei großen Festivals irgendwie stattfinden und so und das ist halt, ja, und immer noch Bock haben. Auch erst irgendwann Ende 20 ihres Alters mal den ersten großen Erfolg hatten. Also die haben, bevor sie mal Erfolge verzeichnen konnten, waren die auch schon 10 Jahre da und kein Mensch kannte sie. Und so ist es mit jeder Band. Man muss einfach Ausdauer haben. Und das sage ich auch jedem, der mich fragt. Ich sehe so viele Bands, die wie Pilze aus dem Boden wachsen und die überleben dann vielleicht 2 Jahre, weil sie keine Geduld haben und dann denken, oh, es geht nichts, es passiert nichts. Natürlich passiert nichts, es ist einfach nur viel Arbeit. Oder du hast wirklich richtig, richtig viel Glück. Das ist vielleicht eine von 10.000 Bands, die das mal irgendwie mit so viel Glück schafft. Und dann ist auch, sei mal dahingestellt, ob sie lang durchhalten. Wie er schon gesagt hat, es gibt vielleicht Bands, die relativ schnell hochkommen. Aber richtig bestehen kannst du auch nur, wenn du gemeinsam auch durch Mist gegangen bist, und zwar jahrelang. Weil wenn du das nicht getan hast, dann zerbrichst du an der ersten Krise sofort und dann ist vorbei. Ja, aber so, das macht einen stärker. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist
das ist echt so, das Ding im Musikbusiness generell ist, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, ein geiles Album zu machen und das irgendwie mal kurz groß zu machen und irgendwie einen Hype zu holen oder so. Das schaffen ja ganz viele. Die wahre Sache, die einfach so schwierig ist, ist einfach über Jahre da zu sein und Erfolge zu haben. Und wie es der Michi gerade schon gesagt hat, also darum geht es eigentlich so mehr oder weniger. Und was diese ganzen anderen Auslandstouren und so angeht, was du jetzt angesprochen hast, so ja, es ist richtig. Und wir machen auch dieses Jahr nochmal ein paar Dates in Übersee. Ja, da haben wir immer ganz besonders Bock drauf, weil umso weiter das weg ist, umso besser. China ist ja dann auch total interessant, da auch zu spielen. Kommen wir mal zu dem Label Sony Music. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, wenn es um Größen geht, wie die Scorpions, Depeche Mode, Foo Fighters. So, und ihr seid jetzt aber bei Sony Music Japan dabei. Wie schafft man denn das? Und bedeutet das, ihr erobert jetzt den japanischen Markt? Weil immerhin gibt es ja von Conversions jetzt auch eine Japan-Edition mit zwei Bonustracks. Korrekt, ja. Also wir haben die Platte in Japan bei Ward Records und Sony Music, ist der Vertrieb davon, rausgebracht. Ja, wie soll ich da anfangen? Also das kommt natürlich halt durch Business-Kontakte halt irgendwie von seitens Management und Leuten, mit denen man halt arbeitet. Und da gab es dann zufällig mal ein Treffen mit einem Bekannten von mir in Prag mit dem Labelchef von Ward Records, der aus Japan eben gekommen ist. Und der hat ein Video von uns gesehen und wollte mich unbedingt treffen. Und dann haben wir uns in Prag in einem Hotel getroffen, in so einer Lobby. Das war irgendwie so total abgefahren. So. Ja, so, ich mir so dachte, hey, das ist immer noch Metal. Und ja, dann haben wir da so ein bisschen gequatscht und haben irgendwie so ein paar Videos und so zusammen angeguckt. Und die haben uns eigentlich dann irgendwie relativ schnell wissen lassen, dass sie Bock haben, die Platte eben noch in Japan zu veröffentlichen, weil die zu dem Zeitpunkt ja schon 3 Monate hier sonst in Europa und so draußen war. Und dann haben wir nochmal 2 Bonustracks eben mitgegeben, die wir bei uns, glaube ich, auf der Standardversion oder auf, die ist, nee, auf der CD ist gar nicht drauf, gell? Stimmt, genau. Dann haben wir extra diese 2 Tracks, die wir noch hatten, die haben wir da mitgegeben und da haben die eben ja, eine Japan-Album-Version draus gemacht, die dann im April letzten Jahres auch dann erschienen ist und gab es tatsächlich in Japan auch echt ein paar richtig geile Features. Also es gab zum Beispiel so ein MTV-Special mit unseren ganzen Videos bei MTV Japan. Und es gibt so ein geiles japanisches Magazin, das heißt Burn Magazine. Genau, das ist so das japanische Metal-Magazin. Da hatten wir auch 2 Seiten drin und irgendwie haben sich echt Mühe gegeben und ist auch echt verkaufstechnisch echt ganz gut, was funktioniert. Und ja, wer weiß, vielleicht sind wir da ja noch bald und ja, spielen ein paar Konzerte. Cool. Ja, und jetzt, wo du es gerade ansprichst, für dieses Jahr habt ihr ja bisher nur Shows in Deutschland und eine, glaube ich, in Budapest veröffentlicht. Was steht denn dann 2018 noch so an bei euch? Du hast gerade schon erklärt, ihr geht noch nach Übersee. Genau, also wir haben jetzt ein paar Dates noch laufen, irgendwie so auf dieser B-Tour, kann man quasi sagen, so in lauter Städten, wo wir jetzt auf der letzten Tour nicht waren. Da kommen jetzt im Mai nochmal 3 Shows und dann kommen im Sommer, wie du eben schon gesagt hast, noch ein paar Festival-Shows. Da kommt auch noch ein bisschen was dazu, was jetzt noch nicht draußen steht. Und danach ist eigentlich tatsächlich geplant, lauter Shows im Ausland. Will ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht so viel versprechen, weil wir es halt noch nicht angekündigt haben. Und aber da kommt auf jeden Fall noch ganz schön was für dieses Jahr. Wann ihr ungefähr das veröffentlichen könnt, die Dates? Ich glaube im Sommer jetzt dann. Also da wird auf jeden Fall was kommen. Und es gibt auch dann für Herbst, Winter hier nochmal schon ein paar Shows, die jetzt stehen. Und auch ein paar Touren, wo wir gerade nochmal irgendwie diskutieren, da mitzufahren. Eigentlich wollen wir noch ganz schön viel spielen dieses Jahr. Und schon vollgepackt. Ja, ich mache schon immer Mecker, weil ich immer sage, hey, wir müssen jetzt echt wieder an Songs arbeiten und so. Und dann kommt immer das und das. Und aber auch da, ja, wir starten schon. Also. Ja, habt ihr schon angefangen, neue Songs zu schreiben oder lasst jetzt wieder erstmal laufen? Ich habe schon angefangen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich nach dem letzten Album wieder irgendwie so ein bisschen kreativ war, aber es muss natürlich sein und ab und zu hat man einfach so einen Run, dass man sich hinsetzt und es macht und dann habe ich aber auch wieder Tage, wo ich mich hinsetze und meinen
meinen Computer zerschlagen möchte, weil nichts funktioniert irgendwie und ich so quasi einfach nur 8 Stunden da sitze und vielleicht 3 Töne rausgebracht habe. Und aber ich kenne das und ich weiß, dass es solche Phasen gibt und ich weiß, dass die auch wieder hoffentlich weggehen. Aber ja, es gibt schon auf jeden Fall Material fürs nächste Album. Wir haben schon angefangen und jetzt müssen wir es halt mal ein bisschen vorantreiben. Mhm. Genau. Also ich habe auch schon ein paar Lyrics, habe ich schon, letzte Nacht habe ich zum Beispiel nochmal welche geschrieben. Hier wieder so eine, wie der Michi gerade schon sagt, so eine Phase, da ging dann auf einmal wieder was. Ja, also wir sammeln schon so ein bisschen und sind auch echt gerade so am Preparen und neue Recording-Software gekauft und machen irgendwie alles irgendwie zusammen, damit wir loslegen können und ja, also machen wir schon. Freuen uns. Ja. Und ja, live sind wir unschlagbar, das hast du, Daniel, wohl immer sehr selbstbewusst übrigens gesagt. Und weiter noch, sich ein Album anzuhören ist eine Sache, aber wenn du zu einem unserer Konzerte kommst, kannst du dich auf etwas gefasst machen. Ja, auf was können wir uns denn genau gefasst machen? Was macht euch live unschlagbar? Uns macht live unschlagbar, dass wir so einen fetten Sound haben, der alle wegdrückt. Butter bei die Fische, nee, wir sind, wie soll ich das sagen, wir sind wirklich eine gute Liveband, glaube ich, das kriegen wir einfach so oft zu hören, immer von den Leuten, die kommen und wir lassen es einfach krachen, wir haben Bock drauf, wir machen das genau deshalb, wir geben da irgendwie 200% und versuchen möglichst geil zu performen, sage ich mal in Anführungszeichen und ja, also ich denke, es ist am leichtesten, wenn man einfach vorbeikommt, sich selber ein Bild macht, checkt mal die Dates, wo wir überall noch so sind und hört euch das Spektakel mal live an. Dann könnt ihr ja entscheiden, ob das stimmt oder nicht. Ist noch was hinzuzufügen? Ich habe das ja nicht gesagt. Aber würdest du das auch so unterstreichen? Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen schon live immer alles zu geben und haben vor allem Spaß dabei. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass du einfach auf die Bühne gehst und das magst, was du tust und da voll dahinter bist. Und sonst, keine Ahnung, warum sollte ich das sonst machen? Wenn es geht mir im Endeffekt einfach darum, ich hasse es, im Studio zu sitzen und mir geht es eigentlich nur darum, live zu spielen, egal wo. Darum geht's und ich freue mich jedes Mal. Und das merkt man vielleicht auch, dass wir das mögen. Absolut. Ja, die Leute freuen sich bestimmt auch. Ja, super. Dann vielen Dank für eure Zeit und eure Einblicke. Habt ganz viel Spaß heute Abend und auf den restlichen Touren. Und ja, tschüss. Danke. Ade. Ciao.